Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Check, also zum ersten Hardware-Check, weil viele nachgefragt haben. Ich habe jetzt den Lüfter, ich mache mal nach unten, so. Hoppala. So, da könnt ihr dann mal so sehen. Den habe ich jetzt seit 4-5 Tagen oder so im Dauereinsatz. Und kann jetzt ein bisschen was mehr dazu sagen. Auf jeden Fall kann ich vorab schon mal sagen, es war definitiv kein Fehlkauf. Er macht richtig schön kühl die Luft, ist leiser als mein anderer Lüfter und definitiv echt geil. Ich bin selber überrascht davon, dass er so viele Vorteile hat im Gegensatz zu einem normalen Lüfter, muss ich auch dazu gestehen. Ich habe eigentlich gedacht, nur macht Luft halt so wie normaler Lüfter mit ein bisschen was kühler. Er macht nicht nur ein bisschen was kühler. Es ist jetzt keine Klimaanlage. Falls wieder einer sagt, es ist keine Klimaanlage. Es ist ein Klimagerät. So steht es bei Amazon, so steht es bei eBay, so steht es auf der Webseite vom Hersteller. Das ist ein Klimagerät 4-in-1. Wenn ihr euch das kauft, kann ich euch schon mal im Voraus sagen, ich mache mal so, sieht ein bisschen freundlicher aus, diese kleinen Plastikflaschen, die mit bei sind, da sind Rillen oben drauf, 2 Stück. Ich habe bis dahin mein Wasser gemacht. Macht es nicht so hoch. Ein Stück unter den obersten Rillen. Also ich habe hier ist die erste Rille, die zweite Rille. Ich habe gleich zur ersten, wo es anfängt. Macht noch ein bisschen weniger Wasser drin. Das wird zu Gelee. Also das Pulver, was da drin ist, oder Kristalle, machen das Wasser zu Gelee. Und bei mir sind die so ein bisschen ausgebeult an der Seite. Also die breiten sich wirklich großflächig aus. Davon mal abgesehen. Vor allem, wenn sie kalt werden. Also so im normalen Zustand siehst du das nicht. Dann, ich habe ihn normal getestet. Ich habe ihn mit Wasser getestet, also mit diesem kühlen Wasser drin. Da zeige ich euch gleich alles auch. Und ich bin wirklich begeistert von dem Gerät. Der Hersteller hat sich jetzt auch bei mir gemeldet. Ich kann dafür kein Ersatzteil bekommen. Ich könnte 7 Euro Rabatt bekommen und mir selber irgendwo so ein Ding suchen, wo ich nicht weiß, kriegst du das nicht, passt das nicht. Oder die schicken mir neue zu. Da habe ich gesagt, na, dann nehme ich neue. Jetzt warte ich drauf, dass der sich meldet. Ich muss dann den hier zurückschicken. Da will ich aber dann noch nachfragen, wie das aussieht, wenn ich den jetzt zurückschicke. Ob ich den zuerst zurückschicken muss oder ob die mir erst das neue schicken. Weil ich habe die blauen Dinger ja schon mit Wasser gemacht. Und da steht nämlich drin in der ersten E-Mail, die sie mir geschrieben haben, mit allen Teilen muss ich den zurückschicken. Also müssen sie mir eigentlich erst das neue schicken, dass ich die unbenutzten blauen Dinger hier mit reinpacken kann. Dann kann der zurückgehen. Muss ich die Räder auch wieder abbauen und so. Und dann behalte ich das neue gleich hier. So. Ich zeige euch das nochmal von der Rückseite. Ich habe jetzt so, hier unten Wasser drin. Und da schmeiße ich einfach das Kühlding, das blaue schmeiße ich dann einfach hier rein. Ich empfehle euch, nehmt auch kaltes Wasser, richtig eiskalt. Dann hier den Schutz hier drauf, damit das nicht rauskommt. Hier oben ist auch irgendwie ein Loch, da konnte man halt mal drin machen. Und wofür das ist, weiß ich nicht. Vielleicht für eine andere Modellreihe, wo hier irgendwie irgendwas dran ist, ich weiß es nicht. Hier unten ist es kaputt, aber bis jetzt beeinflusst es nicht das Wasser, dass es drunter fließt. Hier oben, das ist der Thermometer. Das heißt, hier bei mir sind es hier 27 Grad drin. Das sind auch wirklich 27 Grad hier drin. Und hier ist schon Durchzug von der Luft und ja, das ist schon harmlos. Normalerweise habe ich hier über 35 Grad, 38 Grad ist kein, das schaffe ich hier. Ist im Sommer kein Problem, hier 38 Grad in der Bude, obwohl alle zu ist. So, die an der Seite kann man wirklich nur mit der Hand stellen, aber hier innen drinne, das kann ich euch ganz schlecht zeigen. Dafür haben wir hier diese Swing, wo haben wir da? Swing-Taste, dann bewegt sich das hin und her. Also er geht nicht nur nach vorne raus, man kann auch wirklich, dass er dann hin und her macht. Das geht wirklich. So, können wir den erstmal anmachen.
Beim Anmachen bleibt da automatisch, also das Kalt und also die Cold-Funktion ist immer aus am Anfang. Ich mach das mal so ein bisschen näher ran. Die ist hier. Man hat auch hier sensible Tasten. Man braucht nicht unbedingt die Fernbedienung. Man kann auch hier halt steuern, was sehr gut ist. Die Cold-Funktion, wie gesagt, die ist immer aus. Also hier jetzt habe ich die Funktion drin, dass es pustet, nicht pustet, pustet, nicht pustet. Aber ich lasse lieber auf normal. Weil, wenn kein Wasser drin ist, kann es kaputt gehen. Der Motor logischerweise, weil er Wasser hochpumpen will und kein Wasser drin ist. Deswegen ist so ein Schutz, also das ist nicht defekt oder so, das ist so ein Schutz, dass beim Anmachen immer Cold aus ist. Wenn wir jetzt Cold anmachen, dann leuchtet das hier auf. Und dann haben wir hier auch noch, wo haben wir das? Ionisierer. Den kann man an- und ausmachen. Also ich bilde mir ein, dass beim Ionisierer, wenn der an ist, die Luft noch ein Stück kühler ist. Aber meine Frau merkt keine Unterschiede. Ob so ist, weiß ich nicht. So, haben wir, wie gesagt, die erste Taste hier auf der Fernbedienung ist Wind. Da können wir hier den Wind von normal, Natur, da geht es auch dann aus. Dann geht er wieder langsam bis hoch und wieder aus. Oder auch hier Slee, da ist genau das gleiche, aber ich lasse auf normal. Dann haben wir der zweite, ist der Speed auf der Fernbedienung. Da haben wir Low, Medium und Ho, also High, ich lasse immer auf High. Dann haben wir hier Speed. Swing, das ist hier die Lampe, die ist auch von Anfang an, wenn man neu anmacht, immer aus. Gut, der war jetzt bei mir nicht am Strom, also schon Strom, aber die Steckdose war aus. Und wenn man die anhat, das leuchtet auch schön, das sieht man auch vom Weiten, finde ich sehr gut. Und vor allen Dingen durch die abgeschrägte, durch den Oberteil, dass es so abgeschrägt ist, kann ich das auch, wenn er hier steht, von der Couch aus sehen, welche Lampen an sind. Das heißt jetzt, diese Swing, dass es wirklich diese, ja, Halbkreisbewegung macht, wie ein anderer Ventilator halt auch. Dann Cold habe ich euch gezeigt, haben wir als nächstes auf der Fernbedienung. Ionisierer haben wir und dann haben wir hier noch einen Timer. Da können wir jetzt stellen, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden, 8 Stunden, 9 Stunden, 0 Stunden. 0 Stunden heißt halt kein Timer. Er ist auch gar nicht mal so laut, also im High-Bereich. Ich mache mal jetzt so, ich nehme euch mal einfach mal mit auf meinen Platz. Im High-Bereich, also wenn ihr High macht, dass es wirklich laut, wirklich schnell ist und so, ist er was lauter. Ich bin jetzt im Meter weg. Speed. So, das ist jetzt die unterste Stufe vom Speed. Da hört man ihn zwar noch, aber er ist nicht laut. Das kann ich schon mal sagen. Was wollte ich noch sagen? Achso, der Wassertank, genau. Das habe ich vorhin nämlich vergessen zu sagen. Der Wassertank, der ist... Oh, wie viele Liter passen da drin? Ich habe gestern eine Flasche Wasser drin gemacht. 1,5 Liter war halb voll, ein bisschen über halb. Ich habe hier meinen 5 Liter Kanister von meinem destillierten Wasser. Für mein Atemgerät, also für diese wegen Apnoegerät, der war voll. Ja, der ist jetzt unterhalb leer. Und ein bisschen Wasser war noch drin. Also kann man sagen, so im Schnitt passen da so um die 3 Liter rein. Ich habe jetzt nicht in der Anleitung geguckt, wie viel drin passt. Dabei müsst ihr aber aufpassen, ihr habt eine Minimum-Maximum-Anzeige. Macht erst das Eisding drin, weil das verdrängt auch noch ein bisschen Wasser und dann macht Wasser rein. Und der läuft in der letzten Zeit, die machen mittags an und dann läuft der auch bis abends um 8 Uhr durch, am Stück. Ja, und dann ist immer noch ein bisschen Wasser drin, also vielleicht einen halben Liter. Also der ist dann wirklich auf Minimum abends, nach 5-6 Stunden Dauerbetrieb. Da müsst ihr dann wirklich ab und zu nachgucken, ob noch genug Wasser ist. Er hat zwar vorne eine Anzeige dran, die sieht man vom Weiten aber nicht und wenn man davor steht, auch nicht. Also da würde ich mir wünschen, für das nächste Modell, wenn sie da mal ein paar Updates rausbringen, optische Updates,
dass man vorne an der Skala, wenn man auf dieses Gerät raufguckt, unten, dass man da vielleicht, wie bei Blumentöpfen, da gibt es ja auch diese Messstäbe, wie viel Wasser noch drin ist mit diesem roten Ball, der da hoch und runter geht. Dass man da vielleicht auch irgendwie so einen Ball darin macht, auch wenn's, dass man eine Plaste halt zumacht, damit es nicht nur vorne ist, dass es halt wie so ein Röhrchen ist und dass da dann ein roter Ball drin ist, der dann hoch und runter geht, dass man wirklich sieht, wie viel Wasser ist denn überhaupt noch drinnen. Weil das ist ein Nachteil. Aber wenn man den Wassertank wirklich vollklatscht, kann man den ohne Probleme locker, sagen wir mal so, um die 6 Stunden, 7 Stunden am Stück betreiben, ohne Wasser nachzufüllen. Mit Akku-Pack, also wenn ein Akku-Pack drin ist, also ein so ein Kühlpack. Nicht Akku-Pack, ein Kühlpack. Ich nehme euch mal jetzt hier runter, dass ich euch das nochmal genauer zeigen kann. So, hier seht ihr das. Wenn man jetzt ganz nah rangeht, dann kann man das so ein bisschen sehen, das Wasser. Also ich sehe es auf dem Display. Aber, so, aber wenn man, aber auch nicht so genau, aber wenn man jetzt so davor direkt sitzt, dann sieht das nicht so gut aus wie eben auf dem Display. Das ist ein Nachteil. Aber sonst ist das Ding wirklich erste Sahne. Und auf keinen Fall ein Fehlkauf. Und ich weiß schon, ich werde mir so ein Ding nochmal kaufen. Ich werde mir nochmal so ein Ding kaufen für das Schlafzimmer. Da will ich aber noch gucken, ob ich noch ein kleineres finde, was vielleicht auf mein Lowboard passt, neben dem Fernseher. Weil mein Bett, mein Boxspringbett ist ziemlich hoch. Wenn ich den neben meinem Bett stehen habe, macht es nicht wirklich einen Unterschied. Deswegen suche ich noch ein Gerät, was auch so ist. Vielleicht ein Stück schmaler. Von der Breite her. Tiefe ist okay. Und dass ich mir das dann neben meinen Fernseher im Schlafzimmer stelle. Und dann Richtung Bett so. Weil das Lowboard ist so in etwa die Höhe wie vom Bett. Das wäre noch toll. Da muss ich noch gucken. Aber auf jeden Fall, das Ding kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe es geholt, wo es im Angebot war für 69 oder 79. Ich weiß es nicht mehr so genau, muss ich gucken bei Amazon. Ich glaube 79 oder 69. 69 habe ich es gekauft. Von 100 noch was runtergesetzt. Und ich merke, ich habe jetzt die Lamellen nach oben gemacht. Ja, hier. Die sind ganz nach oben gerichtet. Die kann man jetzt auch nach vorne machen. Und wenn ich jetzt hier stehe und die nach oben gerichtet sind, es ist wirklich extrem kühl. Schön angenehm kühl. Also nicht so eine trockene Kühle durch das Wasser, gibt es so eine feuchte Kühle. Einige haben gesagt, die haben dann Schimmel in der Bude gehabt. Ich habe alle geguckt, ist nicht, weil ich habe ja wie gesagt abends dann das Fenster sowieso offen. Ich habe das nur Nachmittag bis abends an, wenn es draußen wirklich extrem heiß ist, beziehungsweise ich habe so eine Wärmebrücke auf dem Balkon, weil die Luft nicht runterkommt. Und wenn ich die Chalaisie runter mache, ich habe hier komplett Sonnenseite, es heizt sie so scheiße auf. Und abends im Stream ist das halt geil rumgemacht und der ist nicht so laut wie der andere. Der andere hat so geklappert. Also da ist das Ding wirklich erste Sahne, kann ich nur empfehlen. Und auf jeden Fall kein Fehlkauf, ich würde es immer wieder kaufen. Und ja, ich habe es gekauft, weil hier keine Werbung steht oder so. Haben viele gesagt, oh, hast du ja vielleicht gekriegt oder so. Nein, ich habe es nicht gekriegt. Ich habe es mir selber von meinem eigenen Geld gekauft. Ich habe auch keinen Rabatt gekriegt oder so. Doch, einen Rabatt habe ich gekriegt, aber den kriegt jeder, weil geht mal auf die Amazon-Seite, die verlinke ich euch unten drunter. Dann seht ihr, dass das Ding 119 oder 129 kosten sollte. Und ich habe halt zugeschlagen für 69 oder 79. Ich weiß das nicht mehr so genau. Auf jeden Fall geil. So, wenn ihr da noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde noch ein kürzeres, knapperes Video machen. Wenn ich den noch ein bisschen getestet habe und wenn ich den neuen kriege, dann sage ich euch dann natürlich auch Bescheid, wie das mit dem Hersteller alle geklappt hat und ob das so geklappt hat und wie das aussieht. Auf jeden Fall von mir einen Daumen hoch. Ich bin jetzt mal weg. Ahoi, sagt euer Odin.